Moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Kenya Gothic 4. Ja, ein weiterer Part. Und ja. Ich habe hier doch gerade jemanden gesehen. Goblins. Grüß Ah. dich, Fremder. Ups, ich wollte. Boah, ansprechen. Bleib doch mal stehen. Was treibt dich zu diesem Ort des Todes und der Trauer, Fremder? Tod und Trauer sind meine ständigen Begleiter. Was machst du hier? Ich bin Kraglan, der Großmeister der Waldläufergilde. Ich suche nach. Sieht nicht gut aus. Meine Leute haben einen hohen Preis bezahlt für ihren Eifer. Wenn ich doch nur meinen Neffen finden könnte. Deinen Neffen? Sein Name ist Kilian. Er ist seit der Schlacht verschollen. Kilian mit H? Ich kann dir bei der Suche nach deinem Neffen helfen. Hast du eine grobe Ahnung, wo er stecken könnte? Er muss irgendwo auf dem Schlachtfeld sein. Vielleicht ist er nach der Schlacht weggegangen. Bei uns Waldläufern im Lager war er nicht. Der einzige andere Ort weit und breit, den er kennt, ist das Holzfällerlager. Gut. Such du hier weiter, ich schaue bei den Holzfällern nach. Was ist mit deiner Gilde geschehen? Der Krieg hat uns schwer zugesetzt. Lord Gawain wollte, dass ich meine Leute. Wir hätten uns alle in der Burg verschanzen sollen. Die offene Schlacht war purer Selbstmord. Was ist aus deinen Leuten geworden? Ein paar sind nach Süden geflohen, aber die meisten sind in die Schlacht gezogen. Oh. Ich fürchte, sie sind alle tot. Was weißt du über die Schlacht? Das Schlachtfeld erzählt eine schreckliche Geschichte. Die Verluste auf beiden Seiten waren hoch. Keine Spur von Lord Gawain. Keine Spur. Von Überall Luther. Steine. Und dann ist da noch dieser Kopf. Wie Was lange weißt denn du über den noch? Kopf und die Steine? Als Waldläufer kann ich nur die Spuren lesen. Die Steine sehen nach einem Steinschlag aus. Einem Steinschlag, der die Schlacht beendet hat. Aber der Kopf? Rätselhaft. Sollte Hagen schwarze Magie angewandt Ist der haben? Kopf eines Dämons? Du glaubst. Wer weiß, was in den Köpfen der Paladine vorgeht? Wer weiß, welche unheilige Allianz Roba eingegangen ist? Geh selbst auf das Schlachtfeld und deute die Zeit. Ende. Ja, Sud. Wo ist denn hier mal noch der andere Typ? Den wollen wir auch nochmal ansprechen. Ich habe eigentlich langsam keinen Bock mehr auf Labern, aber weil wir auch noch was schaffen wollen, aber vielleicht ist es ja wichtig. Hast du eine Standarte gesehen? Nein. Das silberne Wappen derer von Sitarif auf königsblauem Grund? Lass mich raten. Giltor? Will er, dass du mich zurück zur Burg? Genau. Komm schon. Giltor hat zurzeit ganz andere Sorgen. Er wird dir wegen der Standarte keinen Ärger. Ich fürchte mich nicht vor Ärger. Wo ist denn das Problem? Wenn ich ohne Standarte zurückginge, ich wäre entehrt. Für immer. Na schön. Weißt du was? Wo hast du schon überall nach der Standarte gesucht? Ich habe das Schlachtfeld zweimal durchkämmt. Sie muss hier irgendwo sein. Begaben und das hat den sie jemand. Wer sollte das gewesen sein? Die Goblins. Die Goblins? Ja, die Goblins. Sie haben die Leichen gefleddert und die Verwundeten getötet. Erst mit den Dienern des Kastellans an unserer Seite konnten wir sie vertreiben. Such du hier weiter. Wo ich schau mich bei den Goblins. Sie haben ihre Höhlen im Osten von hier. Sei aber vorsichtig. Ja, Zähne sind ziemlich spitz. Aber ein paar Goblins werden mich wohl ganz bestimmt nicht unterkriegen. Da wir jetzt mit denen gesprochen haben und die ganzen Quests angenommen haben, wieder suchen. Und ich genervt bin darüber. Paladin-Schild sammeln wir jetzt hier einfach mal die ganzen Pilze oder was auch immer das ist. Totenmorchel. Schwerer Bolzen. Das heben wir einfach alles auf, kann ja nicht schaden. Das haben wir zwar genug, aber wir sammeln einfach noch ein paar mehr. Wer weiß, wofür wir sie noch brauchen. Jagdpfeil. Ach so, verstehe. Hier war richtig die Schlacht. Deswegen brennt es hier. Und hier liegen auch noch Waffen rum. Geil. Vielleicht finden wir hier was Gutes. Irgendwie schon geil. Die machen sich Sorgen um Verwandte und Freunde, die gestorben sind, gefallen sind im Krieg. Und wir freuen uns über die Waffen, die auf dem Schlachtfeld liegen. Naja, so hat jeder was anderes, worüber er sich freut. What the fuck? Viel. Viel. Sehr viel.
Freut mich sehr. Aber, Alter, so groß wie das Schlachtfeld ist, so verstümmelt wie das hier alles ist, es ist sowas von unwahrscheinlich, dass wir hier alles bekommen, alles finden. Liegt da was? Ich wusste doch, irgendwas liegt da. Augen aufhalten, Augen aufhalten. Da liegt noch so ein Pilz. Ein Schild, ein Paladin-Schild. Da wir im Moment eh mit einer Zweihandwaffe rumrennen, da ist es eigentlich ziemlich egal, was für ein Schild wir haben. Oh. Aber ich hätte echt Bock mal wieder auf ein ordentliches, geiles Schwert. Da würde ich mich drauf freuen. Einhandwaffe meine ich jetzt. Dann könnte ich mal wieder so ein schönes Schild benutzen, weil wir haben, glaube ich, auch, soweit ich weiß, ein recht geiles Schild. Okay. Gibt's hier noch irgendwo was? Irgendwie, irgendwo, irgendwas? Sei mir gegrüßt. Ja, du mir auch. Gut. Ich schau mal eben in unser Inventar. Alter, hat hier viel los. 10er Kampfkraft. Ah, die haben alle nur solche Gammelwaffen. Zweihandwaffe. Unsere Zweihandwaffe ist besser. 19 Nahkampfkraft, 20 Nahkampfkraft. 20? 10. 19. Mit der Waffe würde ich mich ja schon zufrieden geben, aber auch mit einer Zweihandwaffe können wir gut abwehren. Vielleicht nicht ganz so gut, aber ich verstehe einfach den Sinn noch nicht so ganz. Totenschädel. Totenschädel? Das ist doch für den einen Mann hier interessant, nicht für den. Für den. Hast du Kilian gef... Ende. Ach stimmt, was haben wir denn bei Fernkampfwaffen? Acht Fernkampfkraft. Wo ist unsere Fernkampfwaffe? 20 Fernkampfkraft. Nee, die ist im Moment eh noch nicht zu toppen. Gut. Sei mir gegrüßt. Ich schätze mal, wir haben genug und was Geiles hier. Streitaxt. Streitaxt. Wow, die ist geil. Alter. Also, die finde ich echt geil. Hui. Ich will gerade so gehen und wollte sagen, dass hier nichts Besonderes rumliegt. Auf einmal finde ich eine tatsächlich geile Waffe. Ist die auch so geil, die Armbrust? Nee. Na gut, so scheiße ist das nur auch wieder nicht, dass wir nicht nochmal zurück können. Wir können ja jederzeit nochmal zurück. Geht es dir gut? Ich will jetzt hier keine kurz, nicht kurz Zeit verlieren. Gut. Dann killen wir, glaube ich, einfach mal ein paar Goblins. Ein Schamane. Leichenfresserstamm. Ach, wir können wieder nicht speichern. Wo bist du? Noch ein Schamane. Gut, dann müssen wir die hier einfach mal so killen. Einfach immer draufhauen im Gothic-Style. Und wir sterben gleich. Wie wundervoll. Scheiße. So, was ist denn dieser der mit Pfeil und Bogen kämpft, der ganze Zeit auf uns schießt? Ist der hier? Ist nicht auszuschließen, dass es noch ein anderer ist, aber der hier, was hast du denn so Schiss vor mir, hä? Ein kleiner Spacko. Ja, du Krüppel, beiß ins Gras, fick dich. Ey, komm.
komm. Das wird hier gleich nochmal so ein Schlachtfeld, nur dass hier ganz viele Goblins verkrüppelt liegen. Ich glaube, von den Goblins kriegt man eh keine vernünftige Waffen. Aber die Goblins tragen auch meist immer ein bisschen Gold bei sich, selbst wenn es wenig ist. Es kann jederzeit mal sein, dass viel. 9 Gold, 12 Gold, na gut, bei so vielen Goblins kommt man da schon auf ordentlich Kohle. Gut, da müssen wir hier nochmal schauen. Gibt es hier noch irgendwo Goblins? Ja, hier sind noch ein paar. Dann nehmen wir die doch auch gleich mal. Alles schön nehmen. Dämonenkäppchen auch. Die Goblin-Keule aufheben. Der stinkt. Das heißt, hier ist noch was. 9 Gold haben wir verdient. Und bei dem waren wir schon. Jetzt gehen wir nochmal zu dem. Ich habe gerade gar nicht bemerkt, ob wir irgendwas bekommen haben. Vielleicht haben wir jetzt doch Kilian. Nee, nicht Kilian. Hast du Kilian? Wenn dann der andere. Richtig, oder was? Die Standarte, hast du sie? Keine Sorge, wir finden sie. Also nicht. Weil irgendwas war doch bei den Goblins, soweit ich weiß. Süße Beute, plündere ein halbes Dutzend Bienenstöcke, gesammelte Bélier-Artefakte, Heilnüsse zu Gunda. Achso, die wir letztens nicht gefunden haben. Lord Gavan, finde Helm. Bruchstücke, Innerstatuen, hilf Kargland bei der Suche nach Kilian. Durchkämmt, Neffenkind und das bei der so. Ah ja, das war das mit den Holzfällern. Ich will nochmal die finden mit den. Das verlorene Bein, wo. Wir haben bis heute keine Idee, wo das Bein sein könnte. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Hört man noch sehr, aber mir geht's eigentlich schon wieder ziemlich gut. Gothic Tale. Oh Gott, wo ist denn hier mal was? Und dann, ja, da müssen wir mal hier schauen. Gute Frage, wo ist denn das jetzt? So, stopp. Gut, hier haben wir noch was gefunden. Miliz oder was? Habt ihr da gerade irgendwas gefunden, gesehen mit Miliz oder so? Keine Ahnung, ach, die Welt ist sowieso so groß hier. Da kommt man fast schon weit, recht weit, wenn man einfach nur rumgeht. In alle möglichen Richtungen und dann kommt immer zwischendurch meine Höhle und überall was. Kann man automatisch schon mal voran und ja. Gut. Gut, dann killen wir den noch. Zack. Nochmal ein bisschen Gold verdient. Hier ist das Schlachtfeld. Können wir mal eben einen Blick auf die Karte werfen. Und da ist ein Ausrufezeichen. Die geheime Zutat. Okay. Ja, hier gibt es überall noch ordentlich was zum Erkunden. Wo der ganze Nebel ist. Da werden wir schon noch ordentlich was zu tun haben und was finden. Ja, im Dorf drum, um das Dorf rum. Ja. Ja, dann gehen wir auch einfach nochmal zurück. In das Dorf. Und stechen Torf. Mein Spaß. So. Oh, da ist eine Frau oder beziehungsweise ein Haus, ein Ausrufezeichen. Dann schauen wir doch mal, was da los ist. Ach, der schon wieder. Alter, ah! Die Morcheln. Hast du sie? Hier sind deine Leichenpilze. Ja, alles was jetzt... Lass dich anschauen. Hm.
Du bist ja total irre. Stirb, du krankes Schwein! Mein Schädel! Gib mir meinen Schädel! Der erinnert mich ein bisschen an Gollum. Aber warte mal, der ist zwar ein guter Magier, aber wenn wir permanent angreifen, dann kann er doch gar nichts machen. Oder wenig. Ah, der ist doch echt krank. Was für ein Spast. Lol. Mal eben so ganz spontan. Hab gar nicht damit gerechnet zu kämpfen. Einfach so. Wo ist der Ring? 10 Rüstung. So, 10 Magiekraft, 8 Mana, 3 Fernkraft. Nein, unser Ring ist viel besser. Viel besser. Boah, wir haben eine Menge Gold, muss ich sagen. Mal so als kleine Anmerkung. Den haben wir echt gut geschlagen. Als hier so Krieger kämpfe ich auch ganz gern gegen Magier. Wenn da nicht noch irgendwo anders welche sind. Aber ich glaube, hier in seinem Haus waren wir schon. Da war er echt völlig krank im Kopf. Alter, Alter. Krankes Hirn. Next. Können wir die nicht nehmen? Wundert mich. Hier liegst du, du Schwein. Ich weiß auch nicht, was da das war bestimmt. Ja, der war wirklich krank im Kopf. Ein Psychopath. Ich frag mich, warum er dann die meucheln wollte. Er meint ja, wir kriegen eine tolle Zutat. Dann haben wir eigentlich die Quest umsonst angenommen. Nee, haben wir nicht. Ich kämpfe ja mal gerne gegen echte Menschen, was handfest ist. Und das haben wir die Chance bekommen. Ja, wir sind zurück im Dorf. Es fängt gerade, glaube ich, an zu laggen. Ja, aber der Part ist jetzt eh vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert mich. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ich brauche eure Unterstützung. Empfehlt mich weiter, favorisiert mich. Und ja, schreibt einen Kommentar und gebt Feedback. Ich freue mich drüber. Und ja, Scavenger noch. Der hat mich bis ins Dorf verfolgt. Und dann, ciao, bis zum nächsten.